Bei den heißen Temperaturen bis zu 35 Grad kann die Gartenarbeit dann doch sehr anstrengend und anspruchsvoll werden. Da dachte ich mir jetzt einfach, dass ich meine Pause mache von ein bisschen von der Gartenarbeit und jetzt einfach mal zeige, wie sich alles so im Garten entwickelt, wie ich jetzt momentan meine Pflanzen pflege, wie zum Beispiel die Tomaten, die Gurken, die Melonen, was ich alles ins Hochbeet neu reingepflanzt habe. Und ich möchte einfach hier im Schrebergarten anfangen, weil es hier jetzt einerseits Schatten ist und man kann sich hier in der Ruhe ein bisschen abkühlen. In diesem Beet habe ich eigentlich letzten November Topinambo reingesetzt und habe dann gemerkt, dass die Wühlmaus sich da sehr gut bedient hat. Also man kann zum Beispiel Topinambo ersetzen, wenn ihr ein Wühlmausproblem habt, um die davon von anderen Pflanzen zum Beispiel abzulenken. Das hatte ich eigentlich mit der Topinambo gedacht, aber dass sie jetzt hier gleich alles wegknabbern und nichts übrig lassen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe jetzt hier einfach zum Spaß Mangold reingesetzt, der noch übrig geblieben ist. Habe ich jetzt einfach zum Testen vor 2 Wochen gemacht und ja, man kann schon ziemlich gut sehen, dass da sehr viele Fressstellen auch mit den Stecken mit dabei sind. Auch hier zum Beispiel hatte ich auch überall Sellerie und Mangold und das schaut jetzt nicht ganz so super aus. Haben die Schnecken alles weggeknabbert, bis auf ein paar Pflänzchen. Letztes Jahr hatte ich auch hier in dem Streifen Kartoffeln reingesetzt. Es sind jetzt hier nochmal ein paar welche stecken geblieben vom letzten Jahr oder drin geblieben. Die kommen jetzt auch einfach mit raus, weil letztes Jahr keine so gute Ernte wegen der Braun- und Krautfäule und wegen der Feuchtigkeit. Letztes Jahr, das war kein super Tomatenjahr und jetzt sieht man auch ein paar Schneckenfraßstellen, aber ich habe sie jetzt einfach wachsen lassen. Da war auch überall Sellerie und Mangold zwischendrin, hat sie aber auch alles weggefressen. Schnecken lassen jetzt den Oregano hier beim Granatapfelbaum ruhig stehen. Hier treibt er auch etwas aus. Also hier im Schrebergarten ist es halt etwas schwieriger, richtiges Obst und Gemüse anzubauen. Es sind hier so viele Schnecken und hier ist nicht gerade ganz so viel Sonne. Aber hier jetzt zum Beispiel der Knoblauch, der ist auch noch vom letzten Jahr. Der ist jetzt auch wieder ausgetrieben. Damals haben den Schnecken den ziemlich gut zerfressen, aber dieses Jahr schaut er ziemlich gut aus. Kann noch einen Monat ungefähr warten, bis dann die Blätter welk werden. Dann ist der erntereif. Hat man dann schöne große Knollen, die Feige ist jetzt auch wieder ausgetrieben. Viele Triebe auch wieder morsch. Ist vielleicht nicht ganz so der optimale Feigenstandort. Mal schauen, wann die sich hier so dran gewöhnt. Dann hier auch die chinesische Dattelpalme. Hat die Wühlmaus sich auch letztes Jahr bedient. Ist jetzt, hat es ein bisschen überstanden und ist auch gut ausgetrieben. Dann die Johannisbeeren. Werde ich nochmal später drauf eingehen bei mir zu Hause. Da habe ich auch ein paar Pflanzen. Konnte schon die ersten schwarzen Johannisbeeren bei mir ernten. Hier die eine Maulbeere hat es ziemlich gut erwischt. Die wird nicht mehr kommen. Letztes Jahr von der Wühlmaus wieder kaputt gemacht worden. Ist sehr ärgerlich. Es war eine schwarze. Aber umso besser ist jetzt hier der Maulbeerbaum. Das ist eine weiße. Der hat jetzt dieses Jahr auch ganz schön viele Früchte. Hier zum Beispiel da der Maulbeer. Das ist eine richtig super Top-Heilpflanze in Anführungszeichen. Also Maulbeerbaum heilt auch von sämtlichen chronischen Krankheiten, von Krebs, Diabetes, wenn man die Mono zu sich nimmt und dann auch diese natürliche Abführung da über sich ergehen lässt. Spaß beiseite, sind recht süße Früchte, sind auch lecker. Wenn die dann ausreifen, gehen sie von weißen ins lilane über. Und ist auch, wenn die vollreif sind, dann kann man zum Beispiel eine Plane unten auslegen und könnte dann einfach nur einen Baum schütteln, dann kommen die Reifen schon runter. Also hier werden die jetzt schon langsam weiß. Sind jetzt noch nicht ganz erntereif, die sind noch nicht so süß. Geht noch ein bisschen, aber der Baum, so wie ich sehe, ist dann schon ziemlich voll von den weißen Maulbeerenbau. So, weiter geht's hier auf der Terrasse. Wichtig, wenn ihr zum Beispiel Bäume in Kübel pflanzt oder aufbewahrt, beziehungsweise allgemein Pflanzen, jetzt zum Beispiel hier die Süßkartoffel und die Sonnenblume, in solchen einfachen Kübel reinsetzt, auch beim Balkon, dass ihr die auch
regelmäßig gießt. Das kann also bei diesen warmen Tagen, dass das dann auch mehrere Male am Tag sein kann. Also ich tue sie schon mindestens einmal am Tag gießen, wenn die Erde zu trocken ist und nicht so gut die Feuchtigkeit aufnehmen kann, dann auch schon mehrmals. Hier jetzt bei der Feige das erste Mal schöne reife Feige, ist die Roi de Bordeaux, auch eine wunderbare vergessene Heilfrucht. Die Feige auch bei einer Monomahlzeit sehr reinigend und abführend, kann auch bei Krankheiten wie immer helfen. Genauso wie die Süßkartoffel, auch sehr zu empfehlen, vor allem im gebackenen Zustand, da sie nicht so verschleimend wirkt. Auch eins, okay, vergessenes Superfood ist es vielleicht nicht, aber das ist jetzt eine aus dem Supermarkt, das sind orangene, das ist jetzt eine lilane und hier vorne sind auch noch mal ein paar lilane Süßkartoffeln. Dann, wenn ich weiter auf die Terrasse gehe, hat mein Vater jetzt ein paar Paprika und Chilis in die Töpfe mit reingesetzt, weil wir noch welche übrig hatten. Und so kann man sich nochmal eine zusätzliche Ernte verschaffen und vielleicht auch nochmal ein bisschen Saatgut. Hier auch eine schöne Mischkultur. Die Kartoffeln hier, die sind einfach so aufgegangen. Dann hier auch wieder eine vergessene Heilpflanze, die eurem Körper etwas Gutes tut. Das ist die Zucchini, eine weiße sogar. Kann man vielleicht hier die ersten Fruchtansätze sehen. Hier. Und das sind so übliche Sorten, zum Beispiel aus Italien. Da kennt man die eher aus dem Supermarkt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Tomate. Kann ich dann auch einen Bambusstab oder so ähnliches damit reintun. Die ist jetzt eine Cherry-Tomate fürs Draußen. Die tue ich jetzt doppeltriebig wachsen lassen. Das sind jetzt zwei Kopftriebe hier. Mit ein paar mehrere Stecken brauchen. Hier noch als Mischkultur die Bohnen an den Bambus ran. Habe ich hier noch mehr Bohnen als Schattierung dann für die Terrasse, weil sie dann doch richtig heiß wird. Hier auch die Sonnenblumen. Da sieht man dann auch, dass das ein bisschen heiß ist und die Blätter hängen lassen. Die Traube bestattet auch ziemlich gut. Hier ist jetzt die eine an der Terrasse. Trägt auch schon die ersten Früchte. Das ist, glaube ich, eine schwarze russische. Kann über locker minus 25 Grad aushalten. Habe auch ein paar Stecklinge von der. Also wer da Interesse hat, kann sich dann gerne bei mir melden. Dann kommen wir zu einer meiner Lieblingskulturen und zwar auch wieder eine vergessene Heilpflanze, deren Heilkunst bzw. Reinigungskraft auf dem Körper ziemlich vernachlässigt wird. Auch wieder Monomahlzeit oder Monosaft von Gurken. Es tut auch immer was Gutes. Also hier auch die Blätter, die jetzt runterhängen, das machen sie wegen der Hitze. Keine Sorge, wenn es dann nicht mehr so die Sonne drauf knallt, dann kommen die Blätter dann wieder, kommen sie nicht so schlapp rüber, so wie da hinten jetzt, dann sind sie ein bisschen kräftiger, machen sie einfach nur, damit halt die nicht so viel verdunsten, Wasser verdunsten. Deswegen hängen die Blätter hier auch schon die ersten Gurken. Habe ich auch schon die letzten beiden Tage was ernten können. Hier den Rhabarber, also wenn ich jetzt hier das Video aufnehme, weiß nicht, wann ich das hochlade, aber es wird dann bald Zeit, dass man nicht mehr ernten kann. Bis zum 24. soll es anscheinend gut gehen. Danach braucht er ein bisschen Winterruhe. Mal schauen, ob ich ihn dann dieses Jahr spalten werde, also teilen, damit er wieder ein bisschen kräftiger wird, weil die Stiele schon ein bisschen zu dünn sind. Hier jetzt auch nochmal eine etwas längere Gurke. Das ist die Arola-Schlangengurke. Ich habe halt immer zwei Stück an eine Stelle reingepflanzt. Das mache ich jetzt auch bei den Melonen für die kommenden Jahre und auch bei den Buschbohnen habe ich es jetzt zum Beispiel hier gemacht. Immer zwei Pflanzen in einem Topf und auch zusammen in die Erde, damit die Schnecken, wenn sie eine Pflanze fressen, die andere überlebt. Und wichtig halt bei den Gurken ist halt alle zwei Tage gießen. Und jetzt auch hier vor allem im Gewächshaus solltet ihr aufpassen, weil es halt die letzten Tage auch recht feucht war. Also vor allem am Tag recht heiß, in der Nacht ziemlich kühl. Das heißt, es kann auch hier in einem Folientunnel oder im Gewächshaus zu Tau kommen. Also es kann dann feucht werden, dann kann dann sowas passieren wie hier. Dann bekommt er so einen weißen Flaum. Mehltau ist nicht ganz so schön, dass sie es schon so früh bekommen haben. Und da mein Tipp an euch, da habe ich jetzt Natron in Wasser aufgelöst in meinen Sprüher und habe dann hier die Gurken damit besprüht. Man kann auch zum Beispiel andere Sachen nehmen, wie zum Beispiel Rohmilch oder Knoblauchsud, habe ich auch schon mal gelesen, dass der Pilz dann langsam weggeht. Und zwischendrin habe ich auch in dem letzten Video gesagt, ein bisschen Ingwer und Kurkuma reingesetzt, Mangold, kommt auch überall raus, selbst der wirkt heilend,
zum Beispiel auch gegen Krebs oder ähnliche chronische Krankheiten, wenn man den jetzt zum Beispiel nur mono essen würde. Jetzt auch noch die vergessene Heilpflanze, wie zum Beispiel die Paprika, kann dich auch von jeglichem chronischen Leiden befreien. Sofern du sehr viel Monomahlzeiten nur von Paprika machst, vielleicht nur eine Mahlzeit von ihr zunimmst, dann kannst du dich auch für eine Zeit, für eine Kur, sage ich mal, dich auch von sämtlichen Krankheiten befreien und dein Wohlbefinden erhöhen. Hier auch jetzt noch ein paar Auberginen, die wachsen jetzt bei der Wärme auch sehr gut heran. Der Grünkohl, kann ich jetzt auch schon wieder Grünkohl ernten, so diese jungen Triebe, weil die auch für meine Freunde mit zum Verkauf anbieten. Hier fangen die ersten Tagetes an, die geht es jetzt wild aufgegangen. Die fangen jetzt auch unter den Tomaten an zu blühen. Die lasse ich jetzt einfach wachsen, auch für die Bienen. Weil letztes Jahr ist hier eine gewachsen. Jetzt kommt hier überall Tagetes mit raus, nehme ich sehr gerne mit. Bei den Tomaten, eigentlich die Hauptaufgabe hier besteht jetzt darin, die ganze Zeit irgendwelche Geiztriebe mit rauszubrechen, wie zum Beispiel den hier und den hier. Ich möchte die einfach nur alle eintriebig aufleiten lassen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Cocktailtomate. Die haben auch sehr viele schon ein paar Früchte dran. Und das ist also ein bisschen Kuddelmuddel, weil jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, welche Sorten, wo ich reingepflanzt habe, weil mir ja einmal im April alle abgefroren sind. Durfte ich auch mal lernen, wie das so ist. Jedenfalls bin ich jetzt recht zufrieden, hier auch schon die ersten Fleischtomaten, die gut dran wachsen. Ich habe auch schon hinten an der anderen Seite in der Ecke gesehen, dass da auch anfangen, die Tomaten zu reifen. Wichtig bei diesem Auffädeln hier jetzt am Seil ist, dass ihr vielleicht das Seil nicht zu sehr spannt, weil wenn das zu sehr auf Spannung ist und ihr wollt dann den Trieb so rumleiten, das ist mir dann schon oft passiert, dass der Haupttrieb dann abgebrochen wird oder kaputt geht und müsst ihr warten, bis dann wieder ein neuer ranwächst. Also entweder ihr lässt einen zweiten Kopftrieb einfach stehen, bis ihr den aufleitet zur Sicherheit, oder ihr passt halt ein bisschen auf, dass es nicht zu sehr gespannt ist und ihr dann mit etwas mehr Gefühl da an die Sache rangeht. Ist halt immer ärgerlich, wenn dann die Tomaten werden ein bisschen zurückgeworfen. Hier kommt jetzt auch ein Kürbis einfach mitten auf dem Weg raus. Den werde ich jetzt versuchen, hier auf dem Weg wachsen zu lassen, dass er die Tomaten nicht so überwuchert. Mal schauen, wie ich den dann pflegen werde. Das wird ein Spaß. Hier hinten der Mangold, den beernte ich jetzt noch ein bisschen, werde ihn aber dann später rausreißen, weil wenn der in die Blüte geht, dann wird er ungefähr wie das Monster, dass er dann überall die Samen schmeißt und wirft und die Paprika leicht verdeckt. Und das finde ich halt ein bisschen unschön. Ich ernte jetzt noch die Blätter, auch für Freunde, Kollegen, weil ich halt von Mangold recht wenig habe. Hatten früher halt auch in den Saft reingetan, auch wieder hier gleiche Heilkunst. Mindestens genauso gut wie Wildkräuter. Mindestens, meine Freunde, mindestens. Und hier auch schon die erste reife Tomate, die hier noch ein bisschen Sonne tanken darf, dass ich dann die mit ernten kann. Jetzt hier noch auf der vorderen Seite vom Tunnel, wo es jetzt hier zu ist, damit die Melonen hier nicht rauswachsen. Ich möchte jetzt dieses hier einfach hier drin lassen. So warm ist es jetzt nicht im Tunnel, weil ich halt die andere Seite ist einfach alles schön offen. Also wenn ihr einen Folientunnel im Gewächshaus habt, beide Türen aufmachen und so viel wie möglich aufmachen. Vor allem bei der Hitze, wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Schattiernetz habt, dass eure Pflanzen nicht so viel Stress abbekommen. Aber die Melonen, die wachsen schon richtig schön. Sind auch schon richtig groß, wachsen auch hier jetzt zum Beispiel durch. Den muss ich dann auch wieder zurückfädeln, nicht dass er auf die Tomaten losgeht und da reinklettert. Ich möchte eigentlich, dass die hier in dem Gebiet bleiben. Wichtig zum Beispiel bei Honigmelonen ist halt, dass der Haupttrieb keine Früchte bildet, sondern die Seitentriebe. Das sollte man mit berücksichtigen. Und jetzt könnt ihr jetzt hier zum Beispiel sehen, die erste kleine Melonenfrucht. Dann geht's weiter mit den Hochbeeten. Hier auch überall Wasser- und Zuckermelonen. Bisschen Mangold geht hier auch ein bisschen auf, kann ich wieder ernten. Aber ja, ich liebe Melonen. Ist alles in Deutschland machbar. Da spezielle Sorten dafür. Könnt ihr auch gerne bei mir in der Saatgutliste vorbeischauen. Ich esse die auch im Sommer jeden Tag.
Wassermelonen, kann man nie davon genug bekommen. Wer mal seinen Körper unter Beweis stellen möchte, wie rein dieser auch ist, kann er mal probieren, so eine Art Wassermelonenfasten zu machen. Das heißt, man isst vielleicht für eine Woche oder mehrere nur Wassermelone und mal schauen, wie der Körper darauf reagiert. Ist halt eine sehr starke Reinigung und zeigt halt einfach, wie rein der Körper auch ist. Hier auch wieder eigene Gefahr, wer das machen möchte. Jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Hier jetzt der Oregano, der hat angefangen zu blühen. Sehr schöne Pflanze. Kann man auch für Tees benutzen zum Beispiel. Ist dann auch sehr schön für die Bienen. Deswegen lasse ich sie stehen, weil letztes Jahr eine ganz kleine Pflanze und jetzt wuchert er auch schon ein bisschen umher. Hier jetzt auch ein Johannisbeer. Das ist der etwas kleinere. Der andere, der ist jetzt hinterm Tunnel. Vielleicht kann man den da ein bisschen hinten sehen. Also da, wo man die Tür durchschaut, da ist die andere Johannisbeer. So ein bisschen auch für euch die räumliche Orientierung. Der hatte viel mehr Früchte. Habe ich jetzt die geerntet. Es sind noch ein paar dabei. Werde ich jetzt so nicht roh essen, weil die mir zu säuerlich geworden sind. Ich werde die dann wahrscheinlich für meine Mom einmachen oder die einfach so verkaufen. Hier jetzt auch die schönen Melonen. Denen gefällt jetzt das warme Wetter. Finde ich auch sehr schön. Das ist jetzt zum Beispiel die Sorte Moon and Stars. Erkennt man jetzt einfach daran, dass der so gelbe Punkte hat. Wenn die Kamera mal scharf stellen würde. Er hat so gelbe Blätter, also beziehungsweise so gelbe Punkte. Kann man jetzt nicht ganz so gut sehen. Aber das ist halt so eine Wassermelone, die ein rosafarbenes Fruchtfleisch hat und gute große Früchte bildet. Dann, wenn es weitergeht, hier mehr Honigmelonen, die jetzt auch schon befruchtet werden von der Biene, dass ich mich da auch schon auf die Früchte freuen kann. Hier in dem Ding habe ich jetzt einfach alles kreuz und quer gemacht. Hier blüht Pflücksalat, Radieschen, die ausblühen lassen. Kartoffeln sind da einfach zwischendrin, einfach so ein kunterbuntes Beet, halt einfach, damit ich auch Samen bekommen kann. Die ersten Felsenbirnen zum Beispiel hier. Also hier nochmal die Felsenbirnen etwas schärfer und besser. Ist auch ein schönes Vogelfutter, wie ich finde. Sind leicht süßlich. Kann man mal so ein bisschen nebenbei zu sich nehmen. Hier auch jetzt die Kartoffeln. Das sind jetzt so rote Sorten. Und ich zeige euch jetzt gleich nochmal eine blaue Sorte und woran man die auch erkennt. Das hier ist jetzt zum Beispiel der blaue Kongo, eine Kartoffel. Und man erkennt ja die Kartoffeln, also die blaue Kartoffel erkennt man daran, dass sie hier so diese dunklen Blätterstiele halt hat. Und das haben jetzt die anderen Kartoffeln nicht. Die anderen, die gelben oder die roten, das haben jetzt nur die blauen Kartoffeln. Von daher kenne ich halt sowas sofort, dass das die blaue Kartoffel ist. Das ist jetzt so meine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe. Und wenn ich dann weiterschaue, hier die Erbsen konnte ich auch schon, die Wintererbsen das erste Mal ernten. Kann man auch roh essen, wenn man möchte. Ist jetzt nicht so meins. Gebe ich halt wie immer auch alles weiter, was ich hier im Garten nicht verzehre. Und auch die ersten Erdbeeren, da konnte ich auch schon einige probieren. Sind ziemlich gut reif geworden. Jetzt sind keine dauernden Erdbeeren wie die Mara de Bois. Das ist so eine spezielle Erdbeersorte, die das ganze Jahr über bis zum Frost eigentlich Erdbeeren gibt. Habe ich jetzt nicht, habe ich mir zu spät herangeholt, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit den Erdbeeren. Die sind zwar klein, aber sehr süß. Die Sorten gefallen mir auch und die Schnecken haben jetzt auch mir sehr viel übrig gelassen. Und hier sind dann doch einige Erdbeeren, die ich dann ernten kann zwischen der Ackerwinde. Dann auch den Knoblauch, weil die dann auch bald ernten können. Dürfte dann auch kein Problem darstellen. Und hier die Himbeere, dieses Jahr wirklich sehr viele Himbeeren. Konnte da auch schon einige probieren. Beziehungsweise schon naschen und der Strauch wird immer größer und wird auch schön befruchtet. Und das ist jetzt eine hybride Form. Das heißt, dass sie sowohl im Juni als auch im Herbst Früchte trägt. Die Buschbohnen haben jetzt auch schon angefangen zu blühen. Dann kann ich mich schon bald auch auf die erste Buschbohnenernte freuen für den Verkauf. Wie gesagt, ich bin ja veganer Rohköstler. Bohnen gehören nicht auf meinem Speiseplan. Trotzdem brauche ich sie halt auch zum Boden aufbessern an oder für Freunde und Familie.
Also sich das ja ziemlich gut verkauft, muss ich sagen. Hier jetzt auch die Tomaten sind jetzt nicht ganz so weit wie im Folientunnel, sind zum Teil etwas größer, haben auch schon die ersten Früchte. Ja, da brauchen die auch noch ein bisschen mit der Reife. Ich glaube, das ist jetzt die Chocolate Stripes, die erkenne ich auch schon an den Streifen. Das ist eine sehr schöne Tomate, wie ich finde. Braucht noch ein bisschen Sonne. Gegossen ist schon alles sehr gut. Habe ich mit der Wasserpumpe das alles gemacht. Auch gar kein Problem alles. Hier die Gurken. Dann geht es jetzt auch hier in einem Hochbeet recht gut. Konnte ich auch schon die ersten Gurken ernten. Ich habe jetzt hier in dem einen Hochbeet den Salat abgeerntet und habe Staudensellerie reingesetzt, damit ich vielleicht im September, Oktober was zum Entsaften habe für meinen grünen Saft zum Beispiel. Und ja, mal schauen, wie der sich entwickelt. So Staudensellerie ist jetzt das zweite Mal wieder, dass ich den anbaue und hatte ich nicht ganz so viel Glück damit. Die Kürbisse, die werden jetzt auch auf dem Kompost immer größer und wachsen rapide an. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, lässt eure Kürbisse auf dem Kompost wachsen. Also da bekommen sie einen richtigen Schub und werden auch sehr groß. Also kann ich nur jedem empfehlen. Das ist jetzt wieder dieser GT Oconosum auf Telegram, habe ich zum Beispiel auch bei mir auf dem Foto. Der ist ein ganz großer Kürbis, der mindestens 850 Jahre alt ist, von den Indianern aus Wisconsin. Jetzt mal ein kleiner Abstecher zur Wildblumenwiese. Natürlich sehr essentiell für die Wildbienen, damit die halt auch was haben, die Artenvielfalt sich erhöht wird und natürlich auch das Obst und Gemüse, was ich anbaue, auch mitbefruchte. Da werde ich wahrscheinlich wieder für manche, die aufpassen, werden es vielleicht nicht so toll finden, dass ich hier diese Pflanze wachsen lasse. Ist mir aber relativ egal. Dann hier, das ist, ich weiß nicht genau, wie die Pflanze heißt, die bildet blaue Blüten. Da gehen auch sehr viele Bienen sehr gerne ran. Und das ist jetzt Juni. Da wird jetzt noch mal ein bisschen mehr von der Blühvielfalt kommen. Ist jetzt nicht ganz so viel. Schafgarbe blüht jetzt hier zum Beispiel. Dann, wenn ich weiter reingehe, auch Dill. Nee, das ist Fenchel. Hier noch mal ein paar Pflanzen. Die habe ich bewusst mal ausgesät vor 2 Jahren. Die kommen jetzt erst jetzt wieder raus. Ein bisschen Klee ist mit dabei. Und sonst hält sich das noch alles ein bisschen im Rahmen. Ich glaube, in einem Monat oder so wird dann die Wildblumenwiese etwas voller sein von der Blütenvielfalt her, weil jetzt auch momentan sind nicht ganz so viele Bienen da oder ich habe nicht so viele gesehen. Wird aber dann mit der Zeit kommen. Und dann hier an der Wand die Trauben, auch wieder die russischen Trauben, die hier an der Wand entlang wachsen, haben auch schon die ersten Früchte gebildet. Da habe ich auch schon die neue junge Reben mit reingesetzt. Aber die werden dieses Jahr noch keine Früchte tragen. Der ist jetzt auch schon voll mit Trauben. Naja, schauen, wie ich den auslichten werde, damit die Sonne bekommen, damit die schön süß werden. Jetzt hier nochmal ein lebendiger Dünger. Das Fass hier tue ich regelmäßig urinieren. Also ich pinkel hier rein. Da sind noch ein paar andere Sachen, so Grünzeug und alles Mögliche. Und das, wenn ich damit Wasser vermische, ist wahrscheinlich ein optimaler Dünger für die Pflanzen, weil so wie das ausschaut, lebt das Ding pur und pur. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Also auch die Farbe finde ich sehr interessant. Mehr kann ich euch nicht zeigen. So ist der momentane Stand von den Pflanzen bzw. von meinem Permakulturprojekt, was jetzt alles so wächst, was gerade reif wird. Und wer jetzt so meine Anspielungen auf diese ganzen Heilpflanzen nicht begriffen hat, was ich eigentlich damit meine, ist, also im Internet wird ja sehr viel propagiert, dass Wildkräuter eine heilende Wirkung haben. Das und jegliche Pflanzen oder irgendwelche aus Asien, spezielle Pflanzen. Und ich habe halt bewusst jetzt zum Beispiel das gesagt mit den Gurken, mit den Maulbeeren, mit den Tomaten, dass das auch vergessene Heilpflanzen sind. Einfach aus dem Grund, weil ich halt die schleimfreie Heilkost mache und theoretisch gesehen kann auch die Karotte heilend wirken, weil in dem Zusammenhang gibt es keine Heilung, sondern der Körper heilt sich immer selbst. Wenn wir nicht essen, entgiftet der, er heilt sich somit selbst. Und was wir halt machen können, ist entweder mit Obst und Gemüse einerseits unterbrechen wir da die Entgiftung und können dann auch zum Beispiel abführende Mittel zu uns nehmen, wie zum Beispiel Wasserhaltiges, dass unser Darm zum Beispiel gereinigt wird. Und da kommt dann die heilende Wirkung, weil dann die ganzen Giftstoffe zum Beispiel aus dem Darm und aus unserem System, also im Körpersystem entfernt werden. Und da kann man so ziemlich auch alles Mögliche heilen. Also ich habe auch in Arnolds Ehre sein Buch gelesen, dass halt Leute sich vor Krebs und alles Mögliche geheilt haben, nur weil sie einmal am Tag
Möhren, also so Rüben gegessen haben, so eine Rübensuppe, und das für ein paar Wochen, und dann war das zum Beispiel weg. Also es hat sehr viel Marketing auch mit dabei, und das war jetzt so meine Anspielung, dass so ziemlich eigentlich alles Essen in dem Zusammenhang halt, wenn es die Leute so definieren, und ich sag halt einfach, dass gar nichts heilt. Also keine Pflanzen oder alles Mögliche. Der Körper heilt sich immer selber. In diesem Sinne möchte ich das Video beenden. Natürlich, ob wir mal das Übliche, Daumen nach oben geben, Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken und einen Kommentar hinterlassen. Alles für den Algorithmus, damit das Video zum Beispiel weiter verbreitet wird. Ich auch sehe, dass ihr zum Beispiel das Projekt von mir wertschätzt, beziehungsweise meine Arbeit dahinter. Und ich brauche einfach eure Hilfe, damit der Kanal zum Beispiel weiter wächst. Gerne, wenn noch weiter unterstützen möchte, das Projekt, damit ich es weiter ausbauen kann. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten, PayPal, Patreon und so weiter. Alles unten in der Videobeschreibung, auch zum Beispiel Produkte von der Permakultur oder meine Kurse. Alles findet ihr unten verlinkt. Und sonst wünsche ich auch noch viel Spaß und viel Erfolg bei euren Gartenprojekten, bei eurer Ernte. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.